Der Test. Also für richtige Fitness muss man ja schuften, 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 aber das geht ja angeblich auch alles viel, viel einfacher. Mit einem Polo-Sport. Also eigentlich heißt er ja VW Polo Sport Austria, um genau zu sein. Das bedeutet 100% Polo, aber er kommt quasi im Trainingsanzug. Ein fescher Kühler aus der A-Line, sportlichere Stoßfänger und natürlich breitere Schweller sind Pflicht. Obendrauf gibt's dann noch Nebelscheinwerfer mit inkludiertem Abbiegelicht. Natürlich kommt er auch mit sportlicherem Schuhwerk. 16 Zoll für den feisteren Stand. Ich fühle mich schon richtig fit. Fitness kommt doch immer vom Herz. Und da muss beim Polosport Austria nicht zwingend das eines Leistungssportlers unter der Haube stecken. In unserem Fall haben wir einen fein austrainierten 1 Liter Dreizylinder Benziner, der sich dem Sportlichen nicht ganz verwehrt. Allerdings sind seine 60 PS eher aus der Hobbysportlerliga. Olympia sollen andere. Denn mal ehrlich, wann braucht man 300 PS wirklich? Der gelebte Alltag spricht nämlich so gar nicht für die Leistungseskapaden im Auto. Ist halt blöd, jetzt habe ich ein Auto und stehe im Stau. Und genau das ist es. So geht es nämlich sehr, sehr vielen Autofahrern. Und genau deswegen reichen auch die 44 kW oder 59,86, also 60 PS, die er hat, vollkommen aus. Und würde ich hier mit 180 durch die Gegend glühen, was man ja eh nicht darf, würde auch niemand sehen, dieses fantastische Airline-Paket, das rundherum ans Auto getackert wurde. Aber der zwitschert schon. Klingt doch sportlich, eigentlich. So unsportlich ist er auch gar nicht. Athletisch schlanke 1080 Kilogramm Leergewicht und ein Topspeed von 161 km/h reichen für die heimische Autobahn allemal. Das Fahrverhalten ist sicher und auf der dynamischen Seite zu Hause. Das ist kein Verdienst des Sport Austria Pakets, sondern das ist fest in der Polo DNA verankert. Das Innenleben weiß ebenfalls zu gefallen. Ausgezeichnete Sitze mit sehr gutem Seitenhalt sowie ein Multifunktionslenkrad sind Teil des Austria-Pakets. Eine Klimaanlage sowie ein Soundsystem sind auch an Bord. Man wird nicht von Luxus erschlagen, aber man fühlt sich keinen Moment in ein Brot- und Butterauto verbannt. Viel wichtiger ist ohnehin der Verbrauch. Der liegt bei 4,7 Liter im Schnitt laut Werk. Kann sich ausgehen, realistischer sind aber so um die 5,5 Liter. Damit kann man noch immer sehr gut leben. Falls die Power echt nicht reicht, kann man das Sport Austria Paket ohnehin mit bis zu 110 PS aufspeisen. Da wird's dann aber auch schon wirklich flott. Wirklich flott ist auch mein Fazit. Ein sportlicher Look, das geht nicht nur in der Mode, sondern auch beim Auto. Das beste Beispiel, dieser Polo, denn der wird einen leistungstechnisch wohl eher nicht überfordern. Muss er auch nicht, denn seine Leistung reicht auch für 100% aller alltäglichen Aufgaben. Aber rein optisch, no, bitte, optisch ist er eigentlich Usain Bolt.